Einige von euch wollten das Vitalgebäck-Rezept ohne Honig und ohne Ei. Ich habe es für euch getestet und es schmeckt wirklich sehr gut. Wir starten mit 1,5 Esslöffeln Sesam, ein paar Tropfen Wasser und einem Pürierstab. Während des Pürierens gebt ihr noch 6 Datteln hinzu. Dieser Prozess nimmt ein paar Minuten in Anspruch. Ihr müsst so lange pürieren, bis ihr eine klebrige, teigähnliche Masse habt. Diese Masse teile ich in 2 Portionen ein, weil ich 2 verschiedene Kekse backen werde. Für die Variante 1 benötige ich etwa 5 bis 6 Esslöffel Sesam und 1 Teelöffel Tahin, also Sesampaste. Für die zweite Variante nehme ich Mandeln und hacke sie etwas klein. Ihr könnt auch jede andere Art von Nuss nehmen. Es folgen 2 Esslöffel Haferflocken und ein paar Rosinen. Diese Variante ist etwas bröselig, einfach so gut wie möglich zusammenkneten, dann kleine Portionen aus Backpapier geben und leicht zusammendrücken. Die Sesam-Variante lässt sich sehr gut kneten. Ihr könnt sie zu einer Wurst formen, in kleine Stückchen schneiden und diese legt ihr ebenfalls auf das Backpapier. Nun gebt ihr das Blech bei 150 Grad Heißluft oder 170 Grad Umluft für etwa 15 Minuten in den Backofen und die Kekse erst dann vom Blech runternehmen, wenn sie vollständig abgekühlt sind. Und ein kleiner Tipp nebenbei, auf gar keinen Fall luftdicht verpacken, denn dann werden sie wieder weich. Wir fanden sie mega lecker. Probiert es aus und teilt mir eure Meinung mit.